Ja, dieses Exoskelett und ich, das sind viele Geschichten darum herum. Als ich das erste Mal gesehen habe, da musste ich schon auch ein großes Vertrauen aufbauen. Was die nächsten technischen Fortschritte anbelangt, ist es, denke ich, wichtig, immer sich vor Augen zu halten, wie unglaublich komplex und leistungsfähig der menschliche Körper ist. Es ist momentan so, dass die Technik bei weitem nicht an diese Fähigkeiten herankommt. Und das beeinflusst, denke ich, auch deren Weiterentwicklung. Und vor allem sehe ich sehr viel Potenzial in der Kombination von anderen Ansätzen, was die chirurgischen Eingriffe anbelangt oder auch die Weiterentwicklung von pharmazeutischen Eingriffen und die mit Technologie zu kombinieren, sodass man Menschen zum Beispiel mit einer Gehbehinderung etwas mehr Kraft geben kann, dass sie vielleicht ganz knapp oder mit Hilfe laufen können. Und so entwickelt zum Beispiel die Gruppe meines Kollegen Robert Triner entwickelt ein textiles Exoskelett, welches dann viel weniger komplex und vor allem viel leichter ist. Das reduziert die Komplexität, somit auch die Kosten, erhöht die Zuverlässigkeit und kann so vielleicht im Alltag viel eher eine Anwendung finden als ein schweres Exoskelett. Bei der Entwicklung solcher Technologien gibt es verschiedenste Herausforderungen. Die erste ist schon, dass wir die Bedürfnisse und die Menschen mit Behinderung selbst möglichst früh in die Forschung einbinden können, um deren effektive Bedürfnisse abzuholen. Dann ist weiterhin wichtig, dass wir das klinische Personal, die Ärzte, die Therapeuten auch möglichst während dem ganzen Entwicklungsprozess einbinden. Und das Dritte ist dann eigentlich wieder diese Schlaufe zu schließen, das ist dann mit der entwickelten Technologien wieder an die Betroffenen zu gehen und mit denen Studien durchzuführen. Da sind wir momentan recht weit fortgeschritten mit Studien im Labor hier, in der Laborumgebung. Aber von da bis zur effektiven Anwendung zu Hause ist es natürlich nochmal ein riesiger Schritt. Also beim Transfer der Entwicklung aus dem Labor in den Alltag gibt es verschiedenste Herausforderungen. Das hat damit zu tun, dass wir oft einen ganz bestimmten Aspekt anschauen und dafür eine optimale Lösung entwickeln, wo es dann eben sein kann, dass die den Benutzer in anderen Aktivitäten des Alltags einschränkt. Die Erwartungen, die sind natürlich realistisch, also dass einfach weiter geforscht wird, dass es noch mehr miniaturisiert wird, dass es einfacher wird einzusteigen, dass es einfacher ist, das Exoskelett zu steuern. Die Erwartung habe ich schon.